Hallo an alle und ein herzliches Willkommen zu einer weiteren X2 Utilities 2 Tutorial Folge. Und zwar wollen wir uns in dieser Episode mal das Deep Dark anschauen aus dem X2 Utilities 2 Mod, welches generiert wird mit dem Deep Dark Portal. Und wir haben haben wir um unser Deep Dark Portal im Deep Dark haben wir eine kleine Plattform und ganz viele Fackeln. Und ihr seht, wir befinden uns auf Ebene 180. Ich habe da schon mal eine Kleinigkeit auf jeden Fall vorbereitet. Wir können mal hier runter gehen. Und ihr seht, auf jeden Fall schon mal relativ viel Dunkelheit auf jeden Fall. Ihr seht, dass ich von einem Skelett beschossen werde. Und wir sehen auch von der Decke herabhängend relativ viele Stagmatiten. Ihr seht auch ganz, ganz viele Monster, die hier überall drumherum gespawnt sind und so weiter. Also das ist schon alles sehr, sehr heavy und sehr, sehr stark. Und der normal gängige Weg ist, da ich jetzt auch keine Rüstung habe, werden wir das... Oh Gott, hier ist auch noch ein Zombie irgendwie. Ja, okay, wenn wir das mal folgendermaßen machen, wir stellen mal wieder um auf Peaceful. Und gehen mal nach unten. Der normal gängige Weg ist wahrscheinlich der... Wenn wir jetzt zum Beispiel wenn wir jetzt kein Jetpack haben oder sowas in die Richtung, dass wir uns so nach vorne arbeiten. Wir brauchen immer eine Lichtquelle, weil wenn wir keine Lichtquelle haben, greifen uns die Schatten an des Deep Darks und wir sterben. Und das geht dann sogar tatsächlich relativ schnell. Ich kann das ja mal versuchen, jetzt so an der Stelle einfach mal zu demonstrieren, indem ich jetzt einfach mal in eine Richtung laufe. Wozu ist das Deep Dark überhaupt gut? Also zum einen haben wir die Möglichkeit, wenn wir jetzt einfach mal gucken, wenn wir da mal was finden, haben wir da hier irgendwo was, was wir schnell sehen können. Hier, zum Beispiel sowas. Ja, also wir haben hier die Möglichkeit, in dieser Welt eine Query zum Beispiel aufzustellen. Jetzt sei es halt entweder eine Quantum Query oder eine Query aus einem anderen Mod. Und können mit dieser Query ganz einfach, relativ einfach Rohstoffe farmen in dieser Welt. Das ist auf jeden Fall eine super, super tolle Sache. Das ist auf jeden Fall eine Möglichkeit. Und die zweite Möglichkeit, aber da kommen wir leider wahrscheinlich nicht hin. Das werde ich nicht hinbekommen. Ich werde jetzt einfach mal hier nochmal ein bisschen laufen, um euch zu demonstrieren, was das mit den Schatten auf sich hat. Ich habe jetzt zwei verschiedene Welten genommen. Vielleicht, wenn ich irgendwie nochmal die Zeit dann finde, werde ich nochmal gucken, ob ich da vielleicht nochmal eine andere Mod-Version nehme, also auch eine andere Minecraft-Version. Ich habe jetzt zwei Welten generiert und bin hier auch schon in dieser Welt über 4000 Meter gelaufen. Ihr seht, hier ist ein Deathpoint, der ist 3000 Meter entfernt. Da ist ein Deathpoint, der ist 600 Meter entfernt. Da habe ich mich sterben lassen, sozusagen. Und habe geguckt nach dem Dark Deep House. Und dieses Haus ist eigentlich im Grunde genommen ein Dungeon und ihr seht, jetzt greifen mich gerade die Schatten an. Passiert allerdings, da das jetzt hier auf Peaceful gestellt ist, passiert allerdings nicht besonders viel oder wird wieder entsprechend nachgeheilt. Aber ihr seht, es wird auch intensiver halt natürlich die Schatten oder die Angriffe der Schatten, sodass ich dann auch dadurch sterben könnte, auch obwohl das hier auf Peaceful eingestellt ist gerade. So, es kommt immer nach einer gewissen Zeit. Ihr seht, ich laufe und laufe und laufe und laufe. Es passiert hier einfach leider gar nichts, ne? Oder ich generiere neue Chunks und so weiter und hast nicht gesehen. Ich kann auch einfach mal gucken, was das auf der Map ganz einfach bedeutet. Wir haben jetzt hier so eine Map und ich habe hier ganz, ganz viel generieren lassen. Ihr seht, es ist leider nichts bei rumgekommen. Also kein Dungeon in Sicht oder kein Dungeon, was irgendwie generiert wurde. Das ist wirklich ein bisschen schade an der Stelle. Wenn ich mich jetzt hier umschaue, da ist auch kein Dungeon irgendwie zu sehen. Also, an der Stelle zusammengefasst. Wofür ist das Deep Dark gut? Das Deep Dark ist zum einen ist das sehr, sehr gut, um halt natürlich entsprechende Rohstoffe zu farmen. Das Dark Deep House ist an sich im Grunde genommen halt ein Dungeon, welches relativ viele Spawner enthält und auch viele Chests. Sodass diese beiden Sachen halt natürlich, also zum einen halt natürlich die Spawner, also die natürlichen Spawner von Minecraft, natürlich sehr, sehr interessant sind, um halt natürlich entsprechend, Spawner für die Mobform zu haben, das ist eine Sache, oder halt natürlich auch die verschiedenen Chests, die dort gehäuft sind,
habe allerdings halt auch gelesen, dass in X-Ray Utilities 2 die Spawnrate der Dungeons relativ niedrig sein soll. Oder auch, deswegen bin ich mir nicht ganz sicher, woran es jetzt genau liegt. Ob es jetzt vielleicht daran liegt, weil ich eine super Flat World habe oder weil. Aber ich bin mir nicht sicher. Vielleicht habt ihr ja noch eine Idee, woran es liegt, dass mir das Haus nicht angezeigt wird. Aber so, das sind erstmal so die Grundfunktionalitäten des Deep Darks. Vielen Dank fürs Einschalten. Ich würde mich auf jeden Fall über ein Abo freuen und einen Daumen nach oben. Danke. Bis demnächst. Ciao.